Leute, das ist verrückt. Ich bin in Berlin und es schneit nicht nur, sondern es bleibt sogar was liegen. Darauf gibt es ein Eis. So ihr Lieben, los geht's mit Rios Megacore. Und die Sorte habt ihr mir geschickt oder gab es neu bei Penny, als ich in den USA war. Und da konnte ich sie natürlich nicht probieren, also früher, letzten Jahres, jetzt ist hier schon 2021. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall total darüber gefreut, weil es gab in Holland und in den USA immer eine Sorte, die hieß Atapina Butterclatter. Und ja, das war eine dieser geilen Cookie-Core-Sorten, wo auch Wortelotta und Speculoos-Cookie-Core dazugehörten. Aber in Deutschland einfach nie verfügbar. Ich weiß nicht, ob Holländer wahrscheinlich statistisch mehr Erdnussbutter mögen, weshalb das nur dort auf den Markt gekommen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Rios, beziehungsweise Penny, hat es halt auch hier rausgebracht unter der Marke Rios. Und es ist ein bisschen anders als das Atapina Butterclatter. Und zwar haben wir hier eine Caramel and Peanut Ice Cream und einen Erdnusskern. Es ist wahrscheinlich dann kein Erdnuss-Cookie-Kern. Schade, ich habe es mir nämlich tatsächlich noch nicht ganz genau angeschaut. Hat übrigens 2,49 gekostet bei Penny, also der ganz normale Preis für so Ben Jerry's Remakes oder ich sag mal American Ice Cream vom Discounter. Das Design ist ähnlich wie auch bei diesem Half-Baked Remake und Cookie Dough Remake. Und ich schaue jetzt mal, ich hoffe, da ist noch... Ah, hier steht es. Achtung, verführerischer... Ach, nee, Erdnusssoßenkern. Ich hoffe, da sind noch irgendwelche Stückchen. Ich habe tatsächlich auf einen Cookie-Dough-Core und Stückchen gehofft. Wie gesagt, ich habe es mir echt noch nicht so genau angeschaut. Wenn es nur Erdnuss-Eiscreme mit einem Erdnusscore ist, naja, wäre dann vielleicht nichts, was ich nochmal kaufen würde. Wir schauen mal. Wir haben auf jeden Fall wieder diese obligatorischen fast schon bei Penny 400 und auch Rewe. 415 Gramm auf 500 Milliliter. Immer noch 500 Milliliter, nicht kleiner geworden, wie zum Beispiel Ben Jerry's selbst. Und jetzt schauen wir auf die Zusammensetzung. Oh doch, da ist noch mehr drin. Wir haben Karamell-Eiscreme mit 4% schokolierten Mandelkaramellstückchen. Okay. Mandelkaramell und Erdnusseis. Okay. Und dann haben wir Erdnusseiscreme mit 4% Erdnussstückchen. Also wir haben Stückchen. Wir haben jeweils 4%. Das ist so eine Art zweigeteilte Chorsorte. Also so wie so ein Half-Baked. Nämlich die Karamell-Eiscreme mit den Mandelkaramellstückchen und die Erdnusseiscreme mit den Erdnussstückchen. Und dann noch einem Chor. Also eigentlich vom Konzept her klingt es richtig gut. Mir würde, glaube ich, sowas Kuchenmäßiges oder Keksmäßiges besser gefallen als Stückchen. Aber wir schauen mal. Ich habe es ja noch nicht probiert. Ansonsten haben wir als erste Zutat die entrammte Milch, dann Schlagsahne, 27%. Ist auch so richtig American Ice Cream mäßig, wie Ben Jerry's Häagen-Dazs. Dann haben wir ganz normalen Zucker, 5,2% Erdnussmark. Ja, ist okay. Ich meine, dafür, dass das Ding Erdnuss heißt und der ganze Kern Erdnuss sein soll, finde ich 5,2 nicht so viel. Dann kommen noch die Erdnussstückchen, Glucose-Fructose-Sirup, Glucose-Sirup, Karamell, 1,6% Ei und die anderen üblichen Verdächtigen. Alles eigentlich ganz normal. Wir schauen mal auf die Nährwerte. Da wird es jetzt interessant. Es ist nämlich, ja, okay, der Fettgehalt ist auch nicht so super hoch. Der war bei Atapina Butterclatter deutlich höher. Also der Erdnussanteil ist hier tatsächlich nicht so hoch. Ich hoffe, es schmeckt trotzdem. Danach haben wir Aromen. Ich sehe, glaube ich, keine. Das ist ja schon mal gut. Also wenn es nach Erdnuss schmeckt, dann wirklich von der Erdnuss. Also 258 Kalorien auf 100 Gramm, 14,4 Gramm Fett. Davon 7,3 Gramm gesättigte Fettsäuren, 26,8 Gramm Kohlenhydrate, davon 23,7 Zucker und knapp 5 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das ist auf jeden Fall eine Eiweißbombe. Ich glaube, viel mehr gibt es sonst nicht zu sagen. Ich finde, sie seien echt ganz fetzig. Doch, gefällt mir. Ich würde sagen, ich wiege das Ding nochmal und dann schauen wir mal rein. Ist halt immer so richtig peinlich, weil mir hier auffällt, wie dreckig meine Küchenwaage mal ist. 448 Gramm. Ja, cool. Dann haben wir sogar, wenn ich jetzt richtig rechne, so ungefähr 10 Gramm mehr drinnen, als drin sein sollte. Ja, wir machen es jetzt mal auf. Okay, also für eine Core-Sorte sieht das erstmal sehr enttäuschend aus. Ich finde, eine Core-Sorte sollte von oben auf jeden Fall den Core sichtbar haben. Und diese Stückchen sehen auch ja, extrem mini aus. Also, und ich sehe minimal den Unterschied der beiden Basen. Die ist ein bisschen heller als die hier. Vermutlich ist das dann, ich weiß nicht, was ist. Keine Ahnung, das weiß ich, riech mal. Also vom Geruch her ist die hellere die Erdnussbasis und die dunklere die Karamellbasis. Aber wir werden es sehen. Ich weiß nicht, ob das so ein Anflug von verstecktem Chor darunter sein soll. Also nur vom Blick her. Sieht gerade ein bisschen lame aus. Ich weiß nicht, habt ihr das probiert? War das bei euch ähnlich oder habe ich gerade einfach nur Pech mit dem hier?
Sag mal Bescheid. Ich glaube, es ist auch schon ganz gut angetaut. Es braucht gar nicht so lange. Und ich fange mit Erdnuss. Ich nehme mit der Karamellseite an, wenn es denn die Karamellseite ist. Dass ihr die Konsistenz schön seht. Diese Vögel da draußen. Ja, also es ist auf jeden Fall verdammt cremig. Fein. Sollte Karamell sein. Nee, könnte auch Erdnuss sein. Ich bin verwirrt. Dieses Stückchen, aber eher wie Mandelkaramell. Seht ihr die? Ich bin echt verwirrt. Hat nämlich so einen leichten Erdnussgeschmack. Ich mache mal schnell die andere Seite. Muss doch die Erdnussseite sein. Das sieht eindeutig aus wie ein Erdnussstück. Hä? Kleinen Moment. Peinlich. Erst dachte ich, das ist die Erdnussseite. Habe ich das probiert, habe irgendwie gar kein Erdnuss geschmeckt. Und dachte, das ist doch die. Habe ich die nochmal probiert, jetzt schmecke ich hier auch gar kein Erdnuss mehr. Aber irgendwie schmecke ich trotzdem Erdnuss. Bin richtig verwirrt. Okay, nee. Also ich glaube, das ist die Karamellseite. Da sind nämlich auch diese kleinen karamellisierten Mandelstückchen drin, die um einiges kleiner sind als diese Erdnussstücke. Was hier immerhin schon mal fast ein nennenswertes Mix-In, würde ich sagen, das Ding hier. Ja, ist ein bisschen aufgeweicht, die Erdnuss, weil es halt einfach eine pure Erdnuss ist. Und selbst die Erdnuss schmeckt nicht wirklich nach Erdnuss. Ich habe auf jeden Fall schon ein Eis gehabt, was deutlich mehr intensiv ist im Geschmack, aber hier ist ja auch nicht viel drin. Also wenn ihr Erdnuss nicht so gerne mögt, nur so ein bisschen, dann habt keine Angst vor dem Eis, weil es schmeckt gar nicht so intensiv nach Erdnuss. Also wirklich kein Vergleich mit diesem Atta Peanut Butter Clatter von damals. Aber ich bin jetzt vor allem wundert, dass ich immer noch keinen Kern sehe. Und die Karamellbasis schmeckt jetzt auch nicht künstlich oder eklig nach Karamell. Ich sehe aber echt noch keinen Kern. Schaut mal, ist der. Okay, hab kurz gebuddelt. Seht ihr den? Also konsistenzmäßig ist gut. Nicht ganz so cremig wie ein Ben Jerry's, aber nah dran. Und der Kern ist, der fühlt sich an wie Karamell. Wie Toffee. Nicht wie Erdnussbutter. Wahrscheinlich besteht er auch eher aus Zucker und anderem Fett und ein bisschen aus Erdnuss. So sieht er auf jeden Fall aus. Ich bin gespannt auf die Konsistenz. Oh, das ist interessant. Aus irgendeinem Grund erinnert er mich an irgendein Weihnachtsgebäck. Was ist das? Erinnert mich auf jeden Fall nicht wirklich an Erdnuss. Also, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so viel Peanut in diesem Eis, wie ich gedacht hätte. Der Kern ist irgendeine Art Honig-Karamell-Erdnuss vom Geschmack her. Nur vom Geschmack, da ist natürlich kein Honig drin. Ich würde sagen, das Eis lässt mich ein bisschen verwirrt dastehen vielleicht. Aber das liegt daran, dass ich mit der Einstellung rangegangen bin, das so ein bisschen als Atta Peanut Butter Clatter Remake zu sehen. Seht es nicht als sowas, dann geht's vielleicht. Und ich hätte mir ein paar größere Stückchen gewünscht und vielleicht so ein paar Cake Chunks. Und ein bisschen mehr Erdnussgeschmack. Aber an sich ist es kein schlechtes Eis. Macht man nichts falsch, wenn man es jetzt gekauft hat und vielleicht noch nicht probiert hat oder wenn man es kaufen möchte. Probiert's mal. Bin gespannt auf eure Meinung. Vielleicht habt ihr es ja auch schon probiert, vielleicht ist auch wieder irgendwas komisch in meinen Geschmacksnerven heute, man weiß es nie. Mm-hmm. Der Chor hat auf jeden Fall eine sehr smooth Konsistenz. Also kein Cookie-Chor, wirklich so karamellmäßig, aber schmeckt halt nicht nach Erdnuss. Also, Die Kombi lustig mit diesen karamellisierten Mandelstückchen. Ist fast schon wie gebrannte Mandeln, nur ohne Weihnachtsgewürz. Ja, lustiges Eis, nicht schlecht eigentlich. Also ihr seht, ich könnte schon weiter löffeln oder löffel schon weiter. Aber halt auch nicht Baum werfen für mich persönlich. Die haben ja auch noch so ein Topped gemacht, wie es das mal bei Lidl und Aldi gab, was ja ursprünglich von diesem Ben Jerry's Top auch eine Nachmache war und da auch echt nah, also ähnlich geschmeckt hat. Da habe ich auch mal einen 1:1 Vergleich gemacht. Von Penny habe ich es noch nicht geholt, weil ich dachte, das ist eh wieder das Gleiche. Soll ich das nochmal reviewen? Weil das hier ist ja doch jetzt ganz schön anders, als was ich erwartet habe. Allerdings ist Penny die erste Marke, die so eine Art Eis gemacht hat. Also was gibt es ja noch nicht bei Rewe oder EK, was auch immer, die ganzen Supermärkte. Würde euch das nochmal interessieren? Wenn ja, schreibt es mal drunter. Ich bin immer noch verwirrt von diesem Geschmack. Ich habe wieder ein Stück Basis, wo ich mir dachte, naja, so geil schmeckt es nicht. Schmeckt nicht eklig, aber schmeckt halt auch echt nicht gut. Dann habe ich wieder ein Stückchen, wo ich denke, doch, schmeckt gut. Ich weiß nicht. Sagt mal eure Meinung zu dem Eis. Sorry, dass draußen alles gerade so laut ist. Aber schaut mal, hier ist nach unten hin. Richtig viel Chor. Das ist anders. Bei Ben Jerry's hat man meistens nach unten hin kaum noch Chor. Und irgendwie ist die Konsistenz doch lustig. Also wie gesagt, das Eis lässt mich sehr gespalten zurück. Sagt mir, was ihr davon haltet. Ciao!